Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und heute gibt's mal, ja, ich habe mal wieder eine richtig schöne Perle gefunden. Wobei ich gleich sagen muss, die habe gar nicht ich gefunden, denn ich wurde über Instagram angeschrieben, ob ich die Frostbeule von Waldkrauts kenne, weil ich ja sehr, sehr viele Waldkrauts-Produkte habe, ob ich die halt kenne. Kannte ich nicht, habe ich vorher auch noch nicht gesehen, habe ich mir dann angeguckt und ich glaube 2 Tage oder eine Woche später, irgendwas in dem Dreh, habe ich die bestellt, weil ich die einfach genial finde. Das ist eine super simple Sache eigentlich und das wird auch nur ein ganz kurzes Video, weil da gibt es nicht viel zu zeigen. Und zwar ist das dies hier. Sieht ja so jetzt noch nicht viel aus, ist aber im Prinzip eine Art Sturmhaube aus Loden, die aber halt nicht diesen militärischen Touch hat. Ich mag diese Sturmhauben grundsätzlich sehr gerne, aber zum einen möchte ich die halt nicht aus Kunststoff haben, aber da gibt es auch welche so, außer von Ruhepower und so weiter. Aber gerade jetzt nur die mit Augenöffnung und so, die haben irgendwie immer so einen arg militärischen Touch, finde ich, was mir einfach so nicht gefällt. Ich habe nichts gegen das Militärische, ich nutze ja auch meine militärischen Rucksäcke und habe auch einen Flecktarn Tarp, wisst ihr. Hat mich da aber so ein bisschen gestört irgendwie einfach. Da habe ich dann lieber meinen Buff genommen, mir das hochgezogen und so. Wollte sowas in der Richtung aber ganz gerne haben, auch wenn ich eben auf Ansitz bin und oben nochmal so richtig dicht machen möchte, wollte ich was haben, ja, wo ich richtig mit dicht machen kann. Das hier ist wirklich aus richtig schönem Loden gemacht, also auch wirklich schön robust. Und das Tolle ist, ja, ich zeige euch das einfach mal. Ihr habt einmal so, ihr habt hier ein schön großes Halsteil, das hat den Vorteil, dass ihr da richtig schön drunter gehen könnt. So, dass es so richtig schön bis unten geht. Ihr macht zu. Zack. Und dann ist der Bereich richtig schön dicht. Ist aber auch lang genug, dass ihr den einfach auch vor das Gesicht ziehen könnt. So. Was so jetzt noch sehr locker ist. Was ich aber ganz gut finde, weil ich da ganz gerne, gerade nachts, möchte ich das nicht zu eng haben. Aber man kann hier hinten. Oh, jetzt stranguliere ich mich halb. Ist halt ein Gummizug drin. Wenn es richtig asig kalt ist, könnt ihr halt einfach den Gummizug hinten so ein bisschen strammer machen. Und dann habt ihr einmal den Hals komplett dicht. Ähnlich wie beim Buff. Könnt aber auch so richtig schön hier vorne dicht machen. Könnt im Prinzip sogar noch weiter hoch und euch da so richtig drin einmummeln. Ich ziehe es immer wieder runter, weil ihr mich sonst, glaube ich, nicht versteht. Das Schöne an dieser Kombination ist einfach, dass ihr einfach auch gleich so eine Haube mit dabei habt. So, die hält erstmal so locker, auch schön dran, hat aber natürlich auch, so, muss ich mal kurz in die richtige Richtung ziehen, so, hat natürlich auch, so, hier ein Gummizug, sodass ihr auch da das Ganze richtig eng an den Kopf setzen könnt. Das Schöne ist, wenn ich jetzt noch meinen Huber zum Beispiel anhabe oder überhaupt irgendwas mit Kapuze, kann ich das auch nochmal drüber machen, das passt immer noch, sodass ich da noch oben nochmal deutlich mehr Schutz habe. Habe aber auch, ja, wenn ich nur so ein bisschen was brauche, das ist jetzt nicht zu viel über den Ohren, dass ich immer noch was hören kann, aber es ist halt der ganze Kopf geschützt und so. Wenn ich will, ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Kann ich auch so richtig dicht machen. So, dann habe ich wirklich noch diesen kleinen Sehschlitz. Da, wie ihr wisst, ich ja oft, eigentlich fast immer, mit Kleidung nachts draußen schlafe, kann ich so nochmal richtig dicht machen und ja, im Prinzip aus meiner Kleidung, wie ich sie habe, schon so einen halben Schlafsack machen. Das ist schon mal echt richtig gut, gerade jetzt in Verbindung mit dem Cocoon beispielsweise, wo ich dann einfach nochmal so innen drinne auch nochmal deutlich mehr Wärme habe, wenn es richtig kalt draußen ist, sonst brauche ich das ja nicht. Oder wenn ich mit dem Pez draußen bin, also dem Ansitzsack, ist das auch nochmal richtig schön, um wirklich alles richtig dicht zu machen. Aber gleichzeitig ist es halt, wenn es gerade nicht so kühl ist oder man in Bewegung ist, kann man hier halt ratzfatz, ne, alles locker machen. Und da ist es wieder schön, dass der so groß ist, weil es dann halt hier wirklich offen ist.
Sprich, dann habt ihr es halt nicht, dass es eng am Hals dran ist. Das finde ich zum Beispiel manchmal am Buff nervig. Das ist ein Schiff im Hintergrund, Entschuldigung. Aber das kann ich nicht rausschneiden, beziehungsweise da weiß ich nicht, wann die fertig sind. Also da warte ich gar nicht erst. Ja, das wollte ich euch ganz gerne mal zeigen. Das ist dann für mich so ein bisschen auch der Lodenabschluss. Also was heißt Lodenabschluss? Abschluss im Sinne von einmal so komplett dicht machen. Was mir richtig gut gefällt für die kühlere Jahreszeit vor allem natürlich. Aber auch im Herbst, in der Herbstzeit und dergleichen, wenn es kühler wird abends. Und gerade dann, wenn man längere Zeit regungslos an einem Platz bleibt, da wird es echt deutlich kühler. Das war so ein Punkt, der mich echt verblüfft hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass Bushcraft draußen sein und bei Ansitz draußen sein nochmal zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Also auch beim Bushcraften bin ich ja durchaus still draußen, liegt da immer im Lager und so weiter. Hab da aber natürlich noch immer mal zusätzlich, wenn es kühler wird, zack, dann packe ich mich in den Kokon oder wie auch immer, bin so ein bisschen in Bewegung beim Aufbau und es sind nicht so viele Stunden, die ich dann regungslos da bin. Das ist dann abends, wenn ich koche, aber da bin ich auch wieder am Gange, man unterhält sich, man ist irgendwie unterwegs. Beim Ansitz läuft man zum Ansitz, setzt sich hin und dann ist Stille. Das Einzige, was man dann macht, ist mit dem Fernglas sich umschauen und gucken. Aber ansonsten ist man wirklich regungslos und da weiß man dann wirklich jedes gute Stück zur Isolierung zu schätzen. Also das habe ich wirklich deutlich gemerkt, was das für ein Unterschied ist, was man da so braucht. Also gerade dieses lange Regungslose, da braucht man wirklich nochmal irgendwas, was gut dicht macht. Und deswegen wollte ich den auch ganz gerne haben. Habe ich gekauft, falls ihr es noch nicht gesagt habt, habe ich gekauft. Ja, wollte ich euch trotzdem ganz gerne zeigen, weil ich finde das Ding einfach genial. Wie gesagt, sieht noch nichts aus. Frostbeule, finde ich, ist ein cooler Name. Und ja, gehört, wird bei mir jetzt, ja, den Buff ersetzen nicht. Buff werde ich immer noch mit dabei haben. Beim Wandern, wenn es nicht richtig kalt ist, dann glaube ich, dass mir das auch schnell zu warm wird, weil es zu viel wird. Also wenn es richtig asig kalt ist, also wirklich deutliche Minustemperaturen, dann nicht. Dann ist das super. Aber wenn es im Plusgrad ist, dann werde ich für die aktive Zeit auf jeden Fall mein Buff bevorzugen, weil es dünner ist eben. Und für die Zeit am Lager oder beim Ansitz oder beim Angeln, wie auch immer, so da, wo ich dann zur Ruhe komme oder einfach, wenn ich zwischendurch mal Pause mache. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ihr lange am Wandern seid, dann ist Temperatur alles gut. Aber gerade bei fiesen Temperaturen, wenn man da mal stehen bleibt und irgendwie einfach mal so, was weiß ich, 20 Minuten pausieren möchte, dann kriegt die Kälte richtig, richtig fies rein. Und da werfe ich halt auch ganz gerne eben nochmal schnell was mit rüber. Und da ist es einfach auch so super. Also ja, ich fand das toll, deswegen wollte ich euch das zeigen. Und das war's schon. Deswegen bis zum nächsten Mal.